Fütterungszeit in der Münchner Auffangstation für Reptilien. Ein Mississippi-Alligator kämpft mit einer Horde Schildkröten um die bunten Futterpillen. Leckerbissen auf Fischmehlbasis, Teichsticks genannt. 600 schuppige Mäuler muss das Team in der Auffangstation derzeit stopfen. Wer hier landet, wurde ausgesetzt, beschlagnahmt oder von der Tierrettung gebracht. Fast schon ein Maskottchen unseres Hauses ist dieses griechische Landschildkrötenmännchen, der jetzt schon etliche Jahre bei uns ist und über den Notdienst angeliefert wurde. Da hat er ein Rasenmäher quasi die ganze Panzeroberseite abrasiert und dank intensiver tiermedizinischer Therapie konnte er also wieder geheilt werden, in Anführungszeichen. Also man sieht die Verletzung immer noch sehr deutlich, aber wenigstens ist das Tier noch am Leben und kann sich eines schildkrötengerechten Lebens hier erfreuen. Neue Tiere landen zunächst im Quarantäneraum des kleinen Instituts. Sind die Reptilien gesund? Haben sich Parasiten in ihre Körper gefressen? Erst dann geht es in die Terrarien. Allein 60 Schlangen winden sich hier hinter den Scheiben. Hier haben wir eine Lampropeltis, die wunderschön gefärbt ist und ja, eine Giftschlange imitiert. Es ist allerdings keine Giftschlange, sonst wäre sie nicht hier, sondern in unserem Giftschlangenraum. Die sieht nur giftig aus und ist deshalb auch überaus beliebt in der Terraristik. So wunderschöne Farben. Gar nicht so häufig in der Schlangenwelt. Für manche Tiere ist die Auffangstation inzwischen zu einer Art Seniorenheim geworden. Etwa für dieses bizarre Geschöpf, das noch aus der Zeit der Dinosaurier zu stammen scheint. Die Geierschildkröte Eugen, die vor 8 Jahren als Monster vom Dornacher Weiher in die Zeitungsgeschichte einging. Das Ex-Monster wird wohl niemand mehr adoptieren wollen. Aber es hat sich in der Auffangstation offenbar gut eingelebt. Sogar eine Partnerin hat Eugen hier inzwischen gefunden. Ihr Name? Wie passend, Eugenie.